Herzlich willkommen zur Büchsenmacher-Quest Teil 17. Für die AK-102 braucht ihr einen AK-CNC Mündungsadapter, den erhaltet ihr bei Mechanic Level 3. Einen AK-Tabco Saw Pistolengriff bekommt ihr bei Mechanic Level 2. Einen AK-Zenit B10M mit B19 Halterung erhaltet ihr bei Skier Level 3. Ein AK Zenit B33 Staubschutz erhaltet ihr bei Skier Level 3. Das RPK 16 Pufferrohr erhaltet ihr bei Mechanic Level 3. Ein Circle 10 30 Schuss Magazin erhaltet ihr bei Peacekeeper Level 3. Ein AK CSS Ladehebel erhaltet ihr bei Skier Level 3. Ein Magpul AFG Vordergriff in Olive erhaltet ihr bei Mechanic Level 3. Die Zenit Clash 2 U-Taschenlampe erhaltet ihr bei Mechanic Level 2. Die AR-15 CQB Mündungsfeuerbremse erhaltet ihr bei Peacekeeper Level 3. Die Fairfranz CRD Reduzierung erhaltet ihr bei Peacekeeper Level 4. Ein Elkan Spectre Scope erhaltet ihr bei Peacekeeper Level 3. Und ein DS-15 Schaft von Chris Defiance erhaltet ihr bei Peacekeeper Level 2. Habt ihr alle Teile daran verbaut? Wieder schauen, dass die Haltbarkeit über 60% liegt und ihr könnt sie beim Mechanik schon abgeben. Ich schreibe euch in die Videobeschreibung wieder, welche Teile ihr dazu benötigt. Und wenn euch das Video geholfen hat, lasst mir gerne ein Abo da und wir hören uns bei Teil 18. Vielen Dank fürs Zuschauen.